Also weiter im Programm, um das einfach zu erklären, um das auch für mich selbst abzuschließen. In dem Sinne ist, ihr seht ja selbst, wie viel Flüssigmetall hier drauf geballert worden ist. Also das heißt, ihr seht, hier ist das alles Flüssigmetall. Hier ist auch alles Flüssigmetall. Das, was am Ende gar nicht zu der Kühlung im Endeffekt von Nutzen ist, weil, oder besser ist für die Ableitung der Wärme, weil nur diese Schicht, die jetzt hier gerade drauf ist, macht es. Und deswegen ist jetzt hier zu sagen, dass das alles fehlkonstruiert ist, nicht, meiner Meinung nach, nicht ganz richtig, sondern es darum geht wahrscheinlich eher, dass zu viel vom Flüssigmetall benutzt wird. Sehr zu viel. Ich mache es eigentlich nach meinen Reparaturen, tue ich die Hälfte im Endeffekt weglassen. Also die sauge ich weg, also reinige die im Endeffekt. Und lass eigentlich so eine dünne Schicht. Bis jetzt laufen die Konsolen alle immer noch einwandfrei, die ich repariert habe. Und haben keine Probleme mit der Kühlung in dem Sinne. Deswegen, wie gesagt, einfach jetzt hier zu sagen, ja, vertikalen Stand, Flüssigmetall läuft runter, verteilt sich ungleichmäßig, ja, sammelt sich an der unteren Stelle an, ja, kann auslaufen, unwahrscheinlich, aber kann. Aber die Frage ist nochmal, ob überhaupt so viel Flüssigmetall hier vom Nutzen ist und ja.